Mario Götze will wieder Spaß am Fußball haben. Ja, gerade legt unser WM-Held einen Neustart hin. Raus aus dem Rampenlicht, ab in eine kleinere Liga. Bei der PSV Eindhoven will er zu alter Stärke finden. Und ehrlich, Leute, dieser Wechsel ergibt total viel Sinn. Lasst uns mal darüber quatschen. Wie tickt die niederländische Eredivisie? Was ist das Konzept bei PSV? Und wie passt Götze in diesen Verein? Viele Fragen, die Antworten gibt's jetzt. Los geht's. Ja Leute, als erstes will ich Danke sagen. Danke für eure Unterstützung. 150.000 Abonnenten sind ja mittlerweile hier auf dem Kanal. Als ich damit begonnen habe, hätte ich das nie für möglich gehalten. Wenn ihr jetzt neu hier seid, dann lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn hier in den Kommentaren kann man wirklich sachlich diskutieren. Zum Beispiel auch über das Thema Mario Götze. Die Eredivisie läuft hier bei uns komplett unter dem Radar. Die Medien berichten kaum darüber. Das ist schade, denn eigentlich ist die Liga total attraktiv. Statt Fußball zu kämpfen, wird dort nur Fußball gespielt. Viele technisch starke Spieler sind auf dem Platz unterwegs. Offensiv geht's auch ganz schön ab. Im Schnitt 3 Tore fallen da pro Spiel. Mehr als beispielsweise in der Premier League und in La Liga. Mit voller Power wird da meistens nach vorne gespielt. Für uns ist interessant, immer mehr Deutsche gehen in die Eredivisie. Aktuell sind es 34 Spieler, vor allem Talente wechseln dorthin. Ihr Ziel? Spielpraxis sammeln und so natürlich am Ende auch den Durchbruch schaffen. Einige Positivbeispiele gibt's. Marc Uth ist von der Jugend des FC zum SC Herrenwien gegangen. Robin Gosens spielte im Amateurfußball und ging dann zu Vitesse Arnheim. Und Armin Younes ist von Gladbach zu Ajax Amsterdam gegangen. Ohne großen Druck konnten sie dann dort den nächsten Karriereschritt machen. Generell ist die Eredivisie sehr jung. Im Schnitt 24,4 Jahre sind die Kader alt. Zum Vergleich, alle Top-Ligen haben deutlich ältere Kader. Also dieser Götze-Transfer ist eher, wenn man so will, die Ausnahme. Er ist schon 28 Jahre alt, also im besten Fußballeralter. Er hat wohl das gleiche Ziel wie die Talente. Ganz simpel, der Welt zeigen, dass er es noch drauf hat. Und das kann tatsächlich klappen. Die PSV Eindhoven ist die Nummer 2 in den Niederlanden. Man hat es nie so richtig geschafft, aus dem Schatten von Ajax zu kommen. Die Erfolge sind aber trotzdem top. 24 Mal Meister, 9 Mal Pokalsieger. 1978 holte man den UEFA Cup und 1988 den Europapokal der Landesmeister. Kurz gesagt, das ist ein Club mit viel Tradition. Seit diesem Sommer gibt es einen neuen Trainer, Roger Schmidt. Ja, ihr kennt ihn bestimmt, früher saß er bei Bayer Leverkusen auf der Bank. Da hieß es, er läuft gerne gegen den Wind, sprich, er sei stur bzw. habe einen schwierigen Charakter. Aber Schmidt hat sich anscheinend gebessert. Bei seiner letzten Station in China haben ihn alle geliebt. Seine Stärke, der Umgang mit Spielern. Er redet viel mit den Jungs und gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und er kann gut zuhören. Für sensible Spieler ist das natürlich eine gute Sache. Taktisch ist Schmidt auch vielseitiger geworden. Zitat, man muss offen bleiben für neue Eindrücke, sich auch immer wieder neu erfinden, um den Spielern das zu geben, was sie brauchen. Früher gab es ein aggressives Pressing und ein schnelles Umschaltspiel zu sehen, eben typischer RB-Fußball, den hat er in Salzburg gelernt. Mittlerweile liegt der Fokus aber mehr auf Ballbesitz. Man will eben selbst das Spiel machen und kreativ sein. Bei der PSV hat er im Schnitt 57% Ballbesitz. Dafür hat er auch richtig gute junge Spieler. Rechtsverteidiger Denzel Dumfries ist Nationalspieler. Mohamed Ihattaren gilt als größtes Mittelfeldjuwel im niederländischen Fußball und Stürmer Daniel Malen hat einen Torriecher. Die europäischen Topclubs stehen da jetzt schon Schlange und jeder hat sie auf dem Zettel. Wichtig ist, um sie herum braucht die PSV Eindhoven einen Spieler mit Erfahrung. Und das ist die perfekte Rolle für Mario Götze. Beim Debüt war er der älteste PSV-Spieler in der Startelf. Und ehrlich, Götze kann die Spieler um sich herum besser machen. Und für ihn kann das jetzt eine neue Herausforderung sein. Und in dieser Rolle kann er auch wirklich aufgehen. Die PSV Eindhoven hat sich jetzt also Mario Götze geschnappt. Erstmal die Frage an euch, wie findet ihr diesen Wechsel? Macht Götze da alles richtig oder schadet das eher seiner Karriere? Lasst uns da gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Starten wir mal mit den Eckdaten. Der Vertrag gilt bis 2022, das Gehalt liegt angeblich bei 3 Millionen Euro. Zum Vergleich, beim BVB hat Götze zuletzt mehr als das Doppelte verdient. Keiner bei PSV hat so richtig an diesen Deal geglaubt. Ende Juli gab es das erste Gespräch und Roger Schmidt meinte jetzt dazu, Zitat, mein Gefühl war, dass er vielleicht nach einem etwas ruhigeren Umfeld suchen könnte, indem er Spaß am Fußball zurückbekommt. Tja, da passt PSV perfekt. Trotzdem gab es lange Zeit Funkstille. Erst Anfang Oktober gab es wieder Kontakt. Innerhalb von ca. 3-4 Stunden machte man dann diesen Deal fix. Theoretisch hätte PSV mehr Zeit gehabt. Götze war ja vereinslos, sprich, das Transferfenster galt für ihn nicht. Er hätte auch noch später wechseln können. Aber Götze will ja international spielen, ist ja auch logisch. Und die Meldefrist für die Europa League lief ab. Wäre also dieser Deal später über die Bühne gegangen, hätte er bis zum Winter nur in der niederländischen Liga spielen dürfen. Und das wäre nicht optimal gewesen. Ein Stück weit klingt also PSV Eindhoven wie so eine kleine Notlösung. Und trotzdem, und das muss man auch dazu sagen, diese Notlösung passt perfekt.
Reden wir jetzt mal über Sportliche. Hier ist für euch die aktuelle Aufstellung, die meistens gewählt wird. Eine 4-4-2-Formation. Götze sieht da erstmal wie ein Flügelstürmer aus, aber das ist noch nicht so richtig. Im System ziehen die Flügel nämlich meistens nach innen und verstärken so das Zentrum. Die Heatmap zeigt es ja deutlich. Überall ist Götze unterwegs, er lauert auch gerne mal am Strafraumrand. Götze hat da relativ viele Freiheiten, so wirkt es zumindest. Seine Stärke ist, wenn wenig Platz ist, trifft er im Bruchteil einer Sekunde die richtige Entscheidung. Entweder ins Dribbling gehen oder eben zum Mitspieler passen. Das Ziel bei PSV ist, dass er seinen Stempel als Führungsspieler aufdrückt. Götze ist definitiv ein Teamplayer und extrem spielintelligent und das kann dem Club definitiv weiterhelfen. Beim Ligadebüt war seine Laufleistung schon mal top, bei den intensiven Läufen war er einer der besten Spieler. Und dazu kommt dann nochmal die Torgefahr. Gegen PEC Zwolle erzielte er direkten Treffer und gegen den FC Granada in der Europa League auch. Also jeder Schuss ist gefühlt aktuell drin. Insgesamt wirkt es so, als ob sich Götze total wohlfühlt. Der Standort Eindhoven passt aber auch perfekt. Die Grenze zu Deutschland ist nur 60 Kilometer weg und nach Düsseldorf fährst du circa mit dem Auto 1,5 Stunden. Seine Frau hat ja dort noch eine Wohnung und sie kann dann zu ihren Freundinnen hin und her pendeln. Das ist auch nicht so ganz unwichtig. Bei der Eingewöhnung sollte es keine Probleme geben. Es gibt ja noch den ein oder anderen deutschen Spieler im Kader. Lars Unnerstahl, Vincent Müller, Timo Baumgartl, Philipp Max und Adrian Fein. Ja, der Wechsel zu PSV Eindhoven ist definitiv jetzt erstmal ein Schritt zurück, aber vielleicht ist es genau das, was er braucht und vielleicht auch der richtige Weg, um nochmal zu alter Stärke zurückzufinden. Große Töne hat Götze in den letzten Wochen gespuckt, beziehungsweise er hat große Ziele. Erstens, die Champions League will er noch gewinnen und zweitens, zurück in die Nationalmannschaft. Gut, ist das aktuell wirklich realistisch? Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. In Eindhoven wird wahrscheinlich beides nichts. Aber, das muss man auch dazu sagen, PSV ist mit Sicherheit nur so eine kleine Zwischenstation. Wichtig ist, Götze braucht den vollen Fokus auf den Fußball. Götze wirkt ja körperlich fit, er ist drahtig, im letzten Jahr hat er sehr viel trainiert. Hier ist mein Vergleich. Im Oktober 2019 im BVB-Trikot und jetzt 2020. Im Gesicht sieht man schon deutlich, dass er abgespeckt hat. Eine Sache ist aber auch wichtig, das Verletzungspech muss ihn verschonen. In der BVB-Zeit verpasste Götze zuletzt 51 Spiele, weil er krank oder verletzt war. Und das ist schon sehr viel. Jetzt hat er vor kurzem wieder eine Pause eingelegt und zwar wegen einer Muskelverletzung. Keine Frage, Mario Götze ist ein richtig guter Kicker. Jetzt bin ich gespannt, ob er wirklich dauerhaft in der Liga Gas geben kann oder eben nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste und sehr viel Glück. So, wie das Leben eines BVB-Fans aussieht, haben die Kollegen von Wumms gezeigt. Ich verlinke euch hier mal ein geiles Video, das ist richtig, richtig gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.